Hallo und herzlich willkommen zurück zu Infamous 2 und dem Beagle. Ich wollte jetzt sagen Infamous Second Son, aber das ist ja mega gelogen. Okay, Zeke. Ich habe ihn gefunden. Okay. Die Miliz konnte irgendwo den Trafo von den anderen in der Ascension-Gemeinde trennen. Ah, vielleicht kann ich diesen mit dem nächsten verbinden. Wie soll das gehen? Okay. Okay. Es steuert sich minimal scheiße. Oh nein, 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 nein. Hat das gereicht? Nein. Steuert sich minimal scheiße. Aber jetzt müsste es geklappt haben. Okay, Sieg. Der nächste Trafo läuft. Gut, dann nichts wie hin. Machen wir es das. Dauert, bis sich die Spannung aufbaut. Und die Miliz wird versuchen, das Ding abzuschalten, bevor das Relais den Kühler umgestellt hat. Bitte? Das Relais stellt den Kühler um? Tja, du warst auf der Privatschule, ich in Elektroläden. Und wer ist jetzt der Dumme von uns beiden? Naja, Sieg. Oh nein, au, 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 au. Ich hasse es, ohne Strom zu sein. Macht mich irgendwie... Durstig? Durstig. Vorsicht da drin. Du kannst dich nicht aufladen. Bleib auf den Dächern. Ja, ja. Okay. Da ist er. Okay. Hey, Cole. Ich habe Milizgespräche belauscht. Ja. Sie sind aggressiv wie Feuerameisen und sind dir auf den Fersen. Okay. Wie kommst du denn darauf? Ah. Ach so, wenn er einmal an ist, kriegt ihr den nie wieder aus. Das ist. Aua. Einmal guckt's nur. Das Ding geht hoch. Einer okay. Hat überlebt. Einer läuft. Hier noch zwei. Einer hat überlebt. Echt jetzt? Aua. Mama. Da hinten hin. Oh, 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 oh. Ach du Scheiße, wo soll der denn sein? Ach. Habe ich getroffen? Hey, wie geht's Kuh? Es ist verrückt. Ihre Haut ist kalt wie eine Hundeschnauze. Okay. Sie sieht aus wie tot. Aber sie atmet noch. Du klingst nicht sehr besorgt. Es erinnert mich daran, wie ich dich nach der Explosion in Empire versorgt habe. Trish und ich haben uns umsonst gesorgt. Trish hatte schon recht. Mich zu retten war ihr Tod. Ach, naja. Sei mir nicht böse, Cole, aber Trish hat dir jetzt nichts gegeben. Also wirklich gar nichts gegeben. Wo du jetzt wirklich sagen könntest, hey, das war eine wirklich nice Freundin. Oh, wie war das mit auf den Dächern bleiben und so? Nein, bin ich gar nicht. Gar nicht, nein. Ach du Scheiße. Ich habe einfach nicht auf sie gehört und bin nicht auf den Dächern geblieben. Das war mein Fehler. Wie gesagt, Dächer und so. Dächer sind schon was Feines. Zack, 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 zack. In diesem Fall muss es auch wirklich sein. Also eigentlich... Nein, nein, ihr habt mich nicht. Ihr habt mich gar nicht. Nein, nein, alles gut. Cool. Schön.
Ich hänge einen Baum. Das ist von mir aus, ist okay. Baum ist gut. Nein, bin ich gar nicht. Aua. Echt, dass die aber auch sowas Gemeines von mir denken, dass ich das wäre. Also was ist, wenn ich irgendein Cole McGrath bin und nicht der Cole McGrath, den die brauchen? Ich meine, stell dich mal vor. Okay. Raus aus Numeri! Wo sind die denn alle? Die ist scharf. Oh. Da kommen sie alle angerannt. Die geht hoch! Ja, die geht hoch. Das hoffe ich doch auch sehr, dass die hoch geht. Oh, Cole! Hierher, Junge. Ah, komm schon. Was denn? Versuch's das gar nicht, du. Mann! Oh, guckt euch die Gegnermassen mal an! Jetzt sag mir nicht, dass es alles am Zaun hängen geblieben ist. Ach so, Zäune, unbesiegbar. Weg mit dem Freak! Ja. Seid ihr doof? Meine Fresse, ne. Cole! Oh nein, 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 nein! Komm! Oh, ist das nervig. Hat nicht so wirklich geklappt, ne? Nee, ihr seid nur nicht für Menschen. Weil es dann Numeray ist für Menschen und so. Kein Thema. Wo denn? Irgendwo hier haben sie mir doch angezeigt, dass eine Ionenladung für mich ist. Oh, komm, ist okay. Ach, wieder nicht einer, ey. Warum? Ja, ich weiß, ich bin ein Freak. Ihr seid auch Freaks, wisst ihr das? Alter, meine Fresse, schaut euch das auf der Karte mal an! Hallo? Die geht hoch! Versucht's doch. Was ist das für eine lächerliche Scheiße? Weg mit dem Freak!
Ja, ich weiß, ihr labert auch einfach immer nur die gleiche Scheiße. Ist das nervig? Es ist zum Kotzen, ehrlich. Es ist so zum Kotzen, wirklich. Und ich muss noch einen dritten machen. Komm, ohne Witz. Menschen. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Wie soll das gehen? Mal ohne Witz, wie soll das gehen? Wie? Ja, es ist Numeray. Warte mal. Ich hab eine ziemlich geile Idee. Ja, ich weiß. Brandon, Coaching, bla bla bla. Bisschen Luft vielleicht so, oder ist auch nicht drin mit der Luft? Oh nein, ich gebe nicht den Löffel. Ganz bestimmt gebe ich jetzt nicht den Löffel ab. Dankeschön. Na endlich. Keine Ionenladung irgendwo, das ist bitter. Warte mal. Wollt ihr mir jetzt gerade erklären, dass ich hier angegriffen werde? Ja. Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich hier eindeutig verarschen, oder? Ich wurde jetzt nicht angegriffen, während ich... Unfair auch einfach, mich anzugreifen, während ich das hat nicht geklappt. Also, Sieg. Doch, hat geklappt. Glaubst du echt, Kuo hat Kräfte? Dass sie ist wie ich nach der Explosion? Ich weiß nicht. Vielleicht. Hey, sorry, dass ich Trish erwähnt habe. Ich weiß, sie ist ein schwieriges Thema. Okay. Schon gut. Ich lebe mit meinen Fehlern. Und dann solltest du Sieg auch mit seinen Fehlern leben lassen. Just saying. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Na, eins weniger. Der Ionenwirbel war echt das, was mir echt den Arsch gerettet hat, sonst wäre das wieder die nächsten Male nicht gegangen. Gewöhnen.
geht um Leben und Tod, ja. Geht es das? Ich weiß es nicht. Was ist das denn wieder schon für ein Scheiße, ey. Oh, ich gehe einfach kotzen. Wäre wirklich geil. Meine Fresse, nee, warum kann ich die nicht richtig zurück machen? Nein, 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 bist du blöd? Du Schrotflinten Arsch, bist du bescheuert? Jodel. Ich wollte auch gar nicht hier sein. Weg mit dem Freak! Weg mit dem Freak! Dass ich das Ganze nicht auch einfach beschleunigen kann, indem ich jetzt sage, na ja, gut, dann lade ich den halt selbst hoch. Oh, komm schon, nee. Ah! Das sind die Momente, wo ich es wirklich gerne auf normal umstellen möchte, ehrlich. Ich schaff! Numeray ist einfach für Arschlöcher. Ey, von überall, guckt euch das doch mal an. Was ist denn falsch mit denen? Was ist falsch? Mann. Das ist ganz weit weg von Spaß haben, wie immer, wenn es hier mal wieder um Massen geht. Ach komm. Diese Granaten sind einfach ein Scheißdreck wert. Mann! Zurück! Dann geht doch auch mal zurück. Haltet euch doch mal an eure eigene Scheiße. Mann, ihr verpisst dich! Sag mal, warum stirbst du nicht? Und du nicht, und du nicht, und du nicht, und du nicht. Ihr sterbt alle nicht. Das ist unfair, ey. Das ist so unfair. Oh. Ja. Ja, ich bin ein toter Mann. Ernsthaft. Ich möchte
möchte euch tun sehen. Da hinten ist ein Ionenwirbel, wenn ich da mal hinkommen würde. Oh komm, das ist so unfair. Das ist so unfair, ey. Hab ich's geschafft? Oh Gott sei Dank. Oh ja. Los geht's. Wie los geht's? Irgendwo da vorne war. Na gut. Diese Milizverbrecher haben ein Mädchen aus den Slums entführt. Am helllichten Tag. Du solltest sie suchen. Dann wärst du ein Held. Mhm. Und dein Fanclub würde Zuwachs bekommen. Mein Fanclub? Ich da. Okay. Er scheint seinen Neid ziemlich runtergeschluckt zu haben. Braver Sieg. Hier wird man wieder relativ überschwemmt mit Scherben. Also theoretisch. Ach so, bin ich das? Ganz schön gemein hier. Tapfer und töricht zugleich. Naja. Ich bin genau auf der Scherbe. Ach so. So, was haben wir denn jetzt hier? Da haben wir nochmal eine für gut und böse Polizeiparade. Selektion, das, die da unten kenne ich ja. Hubschrauber gegen Monster. Aua. Und? Aua. Sag mal, aber sonst ist bei euch noch alles gut? Ja. Offensichtlich nicht, nein. Ach so, ich kann die von hier aus nicht treffen, aber die treffen mich von hier aus. Nee, klar. Das macht Sinn. Keine Lust. Ich möchte auch nur an die Scherbe da hinten. Ey, wie unfair, dass die mich von hier aus treffen können, aber ich treffe sie von hier aus nicht. Naja, was soll's. Ja, die Bombe brauche ich gar nicht versuchen, wenn die da sind. Ich finde deren Slogan einfach so schwer. Gut gemacht. Weiß ich, danke. Ah, Scherbe. Oh. Sind die mir gefolgt oder was? Die sind mir, glaube ich, gefolgt. Ja. Was?
Was ist falsch mit euch? Ich hab die. Lass mal. Was ist denn Artillerieblitz? Oh. Okay. Okay. Mach's bitte nicht, bis ich da bin. Danke. Nein, 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 nein. Toll gemacht, Cole. Danke, Kuo. Hey, hey, ja. Guck mal, wie sie sich immer freuen. Ist das nicht niedlich irgendwie? Aber auch nur irgendwie. So, ich meinte, dass es da oben drauf ist, wenn ich mich nicht irre. Wie entschärft man die Dinger? Wie entschärft man welche Dinger? Die Bomben? Ja, nun, ne? Aber wie gesagt, wir haben ja nur noch 3 Minuten. Ich sehe den doch von hier aus. Da werde ich bestimmt nicht irgendeine Quest anfangen. Ich auch. Aber wir werden Nebenquests nächste Mal machen, weil ich ja nur noch 3 Nebenquests brauche. Bis ich, wo ist sie denn? Unter mir, ne? Geh weg, geh weg, 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 weg. Diese Leute merken es, wenn du sie mit Respekt behandelst. Ja, ne? Finde ich auch. Was hast du gleich? Außerdem komme ich so sehr schnell an Explosionsscherben. Mal im Ernst, wer will schon Kuh und gegen sich haben? Warte mal, was haben wir denn hier? Trickaufnahme. Hubschrauber gegen Monster. Steuern wir doch mal da hinten drauf zu. Mal gucken, wie weit wir in 2 Minuten kommen. Ah! Au! Au! Wo kommt ihr denn her? Was hab ich keine Ahnung? Da ist ja noch einer. Boah, wo kommt ihr denn her? Aber das Ionenladung ist sehr cool. Und tschüss. Ist aber eigentlich immer ein positives Zeichen. Cool. Danke. So, was ist das hier? Nein. Sogar so. Nein. Einfach nur nein. Sowas mache ich nicht mehr. Ja, irgendwann muss ich die auch machen. Allein schon wegen Nebenmissionen zu sagen. Ich will mal Questen sagen, weil eigentlich im Grunde sind es ja Questen. Ja, bin dabei. So. Und hier irgendwo kann ich noch Menschen retten. Wo liegt ihr denn? Echt schöne Augen. Danke. Hey. Habt ihr gehört? Ich habe schöne Augen. Machen Sie. Wie gut, dass ich im Moment ein bisschen heißer bin. Ich war
minimal. Ja, du warst in Gedanken, aber ich verzeihe es dir. So ganz bis zur Nebenquest bin ich nicht gekommen, aber das macht nichts. Du bist wertlos? Niemand ist wertlos. Erzähl nicht so einen Scheiß. Wer erzählt dir, dass du wertlos bist? Wo wird dir erzählt, dass du wertlos bist? Wer hat dir erzählt, dass du wertlos bist? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Das ist Cole, ja, bin ich. Ups. Habe ich das Opfer jetzt mit erwischt? Er lebt noch. Was? Wo ist sie denn jetzt? Oh nein! Um es komplett zu ruinieren. Einfach alles daran. Geil. Sorry, gute Frau, ich wollte sie nicht fesseln. Ist aber einfach so raus. Ist passiert. Dinge geschehen manchmal einfach. Was ist los, Cole? Coolie Boy. Was ist los, Coolie Boy? Lass los. Da laufen ja noch andere Gestalten um. Okay. Belassen diese Gestalten Gestalten sein. Ich werde jetzt noch zu der Nebenquest kurz hingehen. Wer weiß, was uns da wieder lustige Dinge auch passieren auf dem Weg, ja? Kann man hier ja nie so genau wissen. Nein, irgendwie gar nichts. Na gut. Dran vorbeigeslidet. Ich gehöre eingewiesen, aber warum? Hoffe ich doch. Warum sollte ich Leute... Oh, guck mal, ihr habt fast Nachrichten verpasst. Der surreale Schrecken und das Trauma für all die Millionen an der Ostküste erzeugt möglicherweise eine Massenhysterie. Aha. In den Einflussgebieten des Empire-Vorfalls berichtet man von Leuten mit übernatürlichen Kräften und täglich erreichen uns weitere solcher Meldungen. Aha. Ein Bericht beschreibt eine ältere Frau, die fliegt wie eine Rakete. Andere reden von einem Mann, der immun gegen Schüsse ist. Und dann gibt es eine Jugendliche, die aus dem 12. Stock fiel und überlebte. Ähnliches hörten wir während der Empire City Quarantäne. Monster bestehend aus Müll, Riesenstahlmänner und Leute mit übernatürlichen Kräften. Der bekannteste ist wohl der Terrorist Cole McGrath. Alter, ich bin kein Terrorist. Ist nun McGrath verantwortlich für die Vorfälle? Trägt er die Schuld am Empire-Vorfall und die große Welle der Zerstörung? Wir Warum hier denken von die alle, dass ich schuld bin? Wie gemein. Na gut, ich mache dann jetzt hier einen Cut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Haut rein, ihr Lieben.